So, wir haben mittlerweile 6.30 Uhr, bin um 6 Uhr gestartet, konnte nicht mehr schlafen. Jetzt geht's über die Grenze und ich habe gestern einen Pausentag eingelegt, weil ich nach Riga musste mit dem Bus und dem Zug, weil mein Rucksack Probleme macht. Der quietscht hinten am Rücken und das geht natürlich beim Wandern und Pilgern und beziehungsweise auch beim Filmen nicht. Und jetzt habe ich einen Rucksack, der nicht quietscht. Der hat 70 Euro gekostet. Hier ist mein anderer. Den schicke ich jetzt zurück nach Hause mit dem Schlafsack und der Isomatte zusammen, weil ich die letzten Wochen nicht gebraucht habe. Und dann ist das Gewicht auch leichter vom Rucksack und ich schicke auch meine Souvenirs nach Hause. Jetzt sind es ungefähr 22 Kilometer. Dürfte also früh ankommen bei dem frühen Start heute. Genau, und gleich geht es halt über die Grenze nach Litauen und dann 500 Kilometer nach Polen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich brauche. Vielleicht 3 Wochen oder so. Schauen wir mal. Ich mache auf jeden Fall wieder Pause zwischendurch. Auf jeden Fall in Kaunas. Irgendwelche Krähen hier rum. Am Rumkrähen. Geht jetzt mal los, mal ein paar Kilometer. Essen habe ich eingekauft gestern in Riga und trinken. Das heißt, ich brauche unterwegs nichts einzukaufen. Erst wieder im neuen Land. Und dann muss ich noch zur Post, um den Rucksack zu verschicken hier. Let's go. Hier ist noch ein bisschen österliche Dekoration am Rand von Tervete. Jetzt geht es dann auf den Jakobsweg da vorne. So, jetzt bin ich noch an der Kirche vorbei. Jetzt kurz bevor ich dann richtig starte heute. Gibt hier viel zu sehen. Okay, evangelisch-lutherische Kirche. Hier sind irgendwie die ein paar bekannte Verstorbene. Auch ein Friedhof. Also in Lettland bekannte, aber nicht, ich kenne die alle nicht. Oh, bin ich froh, wenn ich den anderen Rucksack los habe und die Isomatte und so losgeschickt habe. Dann kann ich morgen endlich die 500 Kilometer
nach Polen gemütlich pilgern. Ja, die ist wahrscheinlich zu. Sehr wahrscheinlich abgeschlossen. Genau das. Ah, da ist ein Pilgerstempel. Dann gehe ich da mal hin. Habe ich hier zum zweiten Mal gesehen, dieses Häuschen. Das war in Dobele auch so. Okay, dann gehe ich meinen Stempel holen. Sehr gut. Oder ist die doch offen? Nee, ist zu. Geschlossen. Okay. Dann gehe ich meinen Stempel holen. So, und raus aus Tervete. So, ich hoffe, ich werde jetzt ein bisschen mehr Natur und so. Ich muss erstmal kurz den Pfeil suchen, noch links oder geradeaus. Oder ich gucke auf die Karte. Ist wieder gut markiert, der Weg hier. Auch kein gelbes Band und so. Da muss man mal gucken, wo es denn jetzt lang geht. Okay, jetzt muss ich doch wieder zurücklaufen und zwischen Kirche und Friedhof langlaufen. Ich habe da aber keinen Pfeil oder sowas gesehen. Hauptsache, ich kann mir ein bisschen die Gegend hier anschauen. Ich glaube, ich gehe rechts rein und dann quer über den Friedhof. Dann muss ich da unten wieder rauskommen. So, hier finde ich eigentlich wieder ein Zeichen. Mitten im Wald. Sehr gut. So müsste das laufen, nicht so. Wie eben. Oder ich habe das Zeichen nicht gesehen, kann natürlich auch sein. Aber jetzt bin ich wieder richtig und kann jetzt losgehen. Raus aus der Stadt, im Wald. Perfekt. Ich denke mal noch so 20 oder 19 oder so. Ist aber noch früh heute. Auf jeden Fall kurz vor Ende geht es dann über die Grenze. Und ins neue Land. Okay, in meinem Navigationssystem steht, dass es eine Privatschule ist. Aber die sieht ziemlich verlassen aus. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob hier noch unterrichtet wird. Ist auf jeden Fall irgendwie ziemlich verfallen hier. Sieht zumindest so aus. Weiß nicht. Sieht komisch aus hier. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht hier der Jakobsweg durch. Noch 17 Kilometer ungefähr. Also heute ist eine kurze Etappe. Die nächsten drei werden hart. Knapp 30 jeden Tag. Aber ich bin ja dann meinen Rucksack los, meinen zweiten, meine Isomatte, meinen Schlafsack. Weil zu viel Gewicht und so. Ich denke mal, dass ich das eher nicht brauche, weil die irgendwie alle Decken haben. Hoffentlich. Und es wird ja auch wärmer. Mittlerweile. Ja, dann weiter geht's. Bin hier wieder mitten in der Natur und wieder mal Bäume gefällt. Keine Ahnung warum, stört niemand. Liegt hier einfach so rum. Hier fahren keine Autos, zumindest nicht wirklich oft. Man sieht das ja
Hier vorne auch, links. Naja. Keine Ahnung. Ich gehe mal weiter. Hier wurde mal wieder gerodet. Und die Bäume hingeschmissen und das Feld zerstört hier durch den Harvester oder um die Bäume abzuholen. Und einzelne Bäume stehen lassen. Also ich weiß nicht, was hier wieder los war. Ich sehe das mittlerweile fast jeden Tag. Diese gefällten Bereiche. Oder eigentlich jeden Tag so. Mal schauen, wie es im nächsten Land ist, wenn ich in Litauen bin. Das war ja in Estland und in Lettland auch so. Fast jeden Tag. Und dann hier so hingeschmissen. Erstmal roden hier den Bereich und dann alles hinschmeißen und irgendwann abholen oder auch nicht. Also. Hier auch wieder übers Feld gefahren. Hat irgendwie Spaß daran, der das gefahren ist, oder was macht der? Oder die, der mit dem Harvester gefahren ist. Also, ja, cool, ich kann Bäume töten. Ich kann Bäume fällen, geil. Ich kann hier mit meinem riesen Fahrzeug ins Feld fahren. Geil. Boah. Oder was denkt er sich? Also. Schlimm. Hier stürzt doch niemand. Also. Ich verstehe es nicht. Warum alles hier zerstört. Und dann so hingeschmissen. Naja, ich gehe mal weiter ins nächste Dorf. Das läuft nur noch. Ja, hier ist das Feuerwehrhaus von dem Dorf hier. Da ist der Löschteich. Das war's schon. Ein paar Bauernhöfe. Und Häuser. Und jetzt geht es wahrscheinlich auf die Landstraße. So, hatte kurze Frühstückspause. Und jetzt geht ein Stück über die Landstraße. Und dann geht es hoffentlich wieder durchs Feld. Zumindest laut Karte ist das so. Bei Landstraße ist halt nicht so gut. Da geht die Party ab mit den Hunden und sogar ein Truthahn rennt da rum. Und ein paar Hühner. So, jetzt geht's links rein zum Glück. Weg von der Landstraße. Ab in Richtung Grenze.
noch 14 Kilometer oder so. So, das ist ganz schön anstrengend, übers Feld zu laufen mit dem Gegenwind. Ich hoffe, das hört gleich mal auf, wenn ich wieder in der Nähe von dem nächsten Dorf bin. Oder im Dorf. Das wäre gut. So, jetzt geht es, glaube ich, hier rechts rein, weil geradeaus ist ein Bauernhof. Mitten in der Landschaft. Aber ich glaube, das geht rechts rum. Da hinten irgendwo ist das nächste Dorf und dann in der Richtung ist auch die Grenze nach Litauen. Ja, auf jeden Fall nach rechts, weil wäre ja blöd, wenn man da in den Bauernhof reinläuft. So, jetzt bin ich in Augstkalne, oder wie das heißt, ich kann das leider nicht aussprechen, Ortseingangsschild, noch 8 bis 9 Kilometer bis Zagare in Litauen. Das ist wieder so dörflich mit Bauernhof, Bauernhöfe und was es natürlich auch öfters gibt, natürlich auch wieder gefällte Bäume. Natürlich, es gibt wohl einen Stempel, den man sich abholen kann. Werde ich mal suchen, ob ich den finde. Also hier ist auf jeden Fall wieder gefällte Bäume. Ich weiß nicht, wie lange die hier schon rumliegen und wo die gefällt worden sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall liegen die hier schon länger, wenn hier schon Pilze wachsen. Keine Ahnung, was hier los ist. Mal wieder. So, da geht es in den Ort. So, der direkte Weg zur Grenze geht da hinten rum. Über die Landstraße 5 Kilometer, aber der Jakobsweg geht hier rum. Am See vorbei und da hinten irgendwo rum. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil der schon vor der Autobahn entstanden ist und deswegen so ein bisschen Sightseeing und so. Keine Ahnung. So, das ist auf jeden Fall schöner als der Weg an der Landstraße hier mit dem See. Und der Schleuse hier. Es war ein bisschen Umweg, aber ich habe ja noch genug Zeit heute. Jetzt muss ich nur wieder den Weg finden. Ich glaube aber geradeaus. Weil hier rechts ist wieder Baumfällungen. Hm.
gleich nochmal auf die Karte. Da wird gerade irgendwas gemacht mit den Bäumen. Ein Schneeglöckchen. Schön. Schön. Oh, eine Katze. Endlich mal kein Hund, der am Rumbellen ist. Und noch eine Katze. Oh, sorry Katze. Macht doch gar nichts. Na gut, das war's mit dem Ort hier. Jetzt geht's mal wieder die Pfeife anschauen und dann bin gleich über der Grenze rüber. Sieht komisch aus hier, so total verlassen. Ich habe mich hier verlaufen, ein bisschen auf dem Jakobsweg, kurz vor der Grenze von Lettland und Litauen. Und ich weiß nicht, was hier passiert ist. Keine Ahnung, warum hier wieder. Ich weiß nicht, ob das gefällt worden ist oder ob das so trocken ist, dass die von allein umgefallen sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht das hier echt schlimm aus. So. Hier könnte eigentlich ein Wald stehen. Das ist der Grenzpfahl nach Litauen. Jetzt bin ich in Litauen. Jetzt bin ich in Lettland. Ich bin auf der Grenze. Da ist der nächste Grenzpfahl nach Litauen, noch ungefähr 4 Kilometer oder 3,5 bis zum Schlafplatz und ich weiß nicht, 2 Kilometer oder so bis zur Grenze. Es geht jetzt gleich nochmal auf die Landstraße zurück und dann dauert es nicht mehr lange. Ich könnte jetzt auch auf hier rüberlaufen und dann bin ich in Litauen, aber ich benutze die normale ehemalige Grenzstation. Das ist ja Europäische Union. Alle drei Länder hier, Estland, Lettland, Litauen und auch Polen. So, jetzt morgen geht es dann 500 Kilometer durch Litauen. Und dann bin ich schon in Polen irgendwann. Spätestens Anfang Mai oder so. Es müsste eigentlich gleich die Straße kommen. Da vorne ist nochmal ein Grenzpfahl. So, jetzt geht es nochmal über den Fluss. Und dann sehe ich da hinten schon die Landstraße, die dann nach Litauen führt. Oh, ein paar Fluss, ein paar Enten und so. Wasservögel. Und da hinten ist dann Litauen. In die Richtung.
Da vorne ist dann die Landstraße und dann geht es nach links und dann bin ich schon fast drüben. Das nächste Land, was ich jetzt betrete auf meiner Tour. Dann halt diese 500 Kilometer Jakobsweg und dann bin ich in Polen. Da kommt auch klar, auch gleich nochmal oder morgen früh, je nachdem wann ich da vorbeigucke, ein Schild mit den 500 Kilometern. Ach ne, hier sind drei Pfeile, dass es nach links geht. Ich muss also nicht bis zur Landstraße gehen. Sehr gut. Gefällt mir mehr. Ich glaube, ich komme dann gleich doch noch an der Grenze, spätestens auf die Landstraße. Ich hoffe es. Damit ich was filmen kann, wie ich über die Grenze gehe nochmal. Ich war hier eben schon mal kurz in Litauen. So, endlich mal wieder ein Feld zu sehen. Ich komme erst kurz vor der Grenze wieder auf die Landstraße. Hier ist so ein Wanderweg. Die Landstraße ist da hinten irgendwo. Ich höre die zumindest. Ist glaube ich noch 1,5 Kilometer bis zum Ziel, also noch einen Kilometer ungefähr bis zur Grenze. Ja, und dann morgen schicke ich dann meinen Rucksack zurück. Morgen früh um 7.30 Uhr macht die Post wieder auf in dem Grenzort. Und dann laufe ich ohne zweiten Rucksack, ohne Isomatte, ohne Schlafsack, ohne Fließjacke und so weiter. Weil mir ist jetzt echt warm. Ich lasse so eine Jacke da. Die normale Jacke nehme ich mit und den Rest. Auch Handschuhe und Stirnband schicke ich alles nach Hause. Ist ja kein Eis mehr da und deutliche Plusgrade. Und ja, dann habe ich weniger Gewicht. So, da ist leider das Schild umgefallen. Aber ich denke mal, die meisten wissen ja hoffentlich, dass es jetzt nach links geht, nach Litauen. Hier ist die Landstraße, wo ich eben drauf war. Es ging die ganze Zeit durch den Wald. An dem Ort, wo ich vorher war. Das wäre ziemlich schneller gegangen. Noch 800 Meter bis Zagare. Ein Kilometer noch. Über die Grenze. Und da ist der Jakobsweg. So. Jetzt geht's über die Grenze gleich. Und dann Kilometer, glaube ich, oder 700, 800 Meter noch nach der Grenze ist das Domizil für heute Nacht. Und morgen dann in diesen Rucksack hier abgeben und nach Hause schicken. Bei der Post endlich. Dann habe ich einen Arm wieder frei und muss hier nicht die ganze alles mit mir rumschleppen. Ach, das tut gut. So. Da ist mal wieder ein Hund. Und jetzt geht es über die Grenze nach Litauen und hier wurde natürlich wieder abgeholzt. Da vorne ist das Grenzschild. So.
Land Nummer 3 auf meiner Pilgertour von Tallinn nach Santiago de Compostela. Die Reise ist ziemlich teuer. Ja, wer mir helfen möchte mit ein paar Euros oder ein paar mehr Euros, ich würde mich auf jeden Fall bei jedem Euro freuen, der mir zugeschickt wird. Geht bei PayPal oder ihr schreibt mich an wegen meiner IBAN-Nummer. Santiago de Compostela, 4.277 Kilometer, theoretisch. Aber ich denke mal, das ist noch mehr. Weil ich ja nicht ganz die Etappe gehe, also die Strecke gehe, sondern ein bisschen im Zickzack. Und da vorne ist dann die Grenze. Von Litauen. Ja, yeah. Happy Land Nummer 3. Da geht's nach Lettland. Ja, Alter. Schlimm. Okay. Und da ist Sagaris. Der Grenzort, wo ich heute nächtige. Ich mache mal kurz eine Pause und mache ein paar Bilder von der Grenze hier. So, jetzt bin ich in Sagaris und beende hiermit das Video. Ich bin jetzt gerade über die Grenze gelaufen, wie ich ja eben gezeigt habe. Und jetzt geht es zum Schlafplatz und dann versuche ich mal, dass ich Internet bekomme und ein paar Videos hochlade. Noch ein paar Meter, dann bin ich.